Ja, Malte, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genies Wundertüte Opening. Ja, ich habe gerade eine Runde, wie hieß das denn? Jetzt muss ich mal gucken. Zerstörung gespielt, genau. Ich habe eine Runde Zerstörung gespielt. War ganz cool, lief zwar nicht ganz so gut, aber schaut mal, was ich im Inventar habe. Tada, Operation Breakout Waffenkiste, okay. Und diese wollen wir jetzt mal zusammen öffnen. Wir gucken uns die ganze mal an, was so schönes drin ist. Ja, ich sehe noch schon gar nicht mal so schlecht aus, die Waffen. Wäre natürlich übelst cool, wenn so ein Butterfly-Messer drin wäre. Aber okay, kaufen wir uns jetzt mal so einen Schlüssel. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Geld drauf auf unserem Guthaben. So, okay. So, Schlüssel benutzen. Ja, das wollen wir. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. P2000, Ivory, wie auch immer. Ja, ich hätte mich dann lieber über so eine bunte, über so ein buntes gefreut, aber okay. Minimal Gebrauchsspuren, ja, ist ja nicht mal so verkehrt. Kann man die jetzt auf jeden Fall schon mal ausrüsten, das ist wichtig, weil die andere sieht nämlich mega doof aus. Wo kann man das nochmal angucken? Ausrüstungslevel anzeigen? Nee, ich wollte eigentlich das andere angucken. Untersuchen? Nee. Na egal. Auf jeden Fall. Ach doch, das ist mehr. Minimale Gebrauchsspuren finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich hätte mich natürlich über die P90 oder über die M41 mehr gefreut, aber okay, kann man nicht ändern. Ja, das war jetzt mein zweites Pack-Opening. Leider ist nicht so eine ganz tolle Waffe rausgekommen. Aber okay, ich meine, besser so als gar nicht. Ich meine, für 2 Euro gut. Ich hätte mir lieber was Bunteres gewünscht, aber egal. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Part des Pack-Openings gefallen oder des Case-Openings. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.